Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Little Big Workshop. Wir sind hier in unserem Stoffbereich und ich rede hier nicht von Drogen, sondern wie ihr seht von Stoffen, Füllmaterial und solchen Dingen. Ein bisschen ja, Werkzeug oder was ist das hier, so Kleinkram. Und die basteln gerade Horrormäuse, wie ich finde. Also der Riesenteddy ist für mich so eine Nummer, wo ich ein bisschen Angst vor hätte. Aber gut, warum nicht? Ihr seht hier die Köppe. Guckt euch an, wenn du morgens als Kind aufwachst. Stell dir vor, du bist 3 Jahre und dich grinst so eine Maus an. Also, ich überlasse das euch, ob ihr sagt, oh, wie niedlich, oder ob ihr sagt, wah. Ich bin eher aus der Aktion, wah. Feigling, weißt du? Schon schlimm genug, dass ich einen Stoffenderman neben mir liegen habe. Ehrlich, wenn du da warst, denkst du auch, was ist das? Was ist das? Kinders, ist das vielleicht ein bisschen voll hier? Ich frage für einen Freund. Scheiße. Ja, vielleicht haben wir 1, 2, 3 Aufträge zu viel. Man weiß es nicht so genau. Wann macht ihr denn die Fastbots und den Kastenbot fertig? Dann könnten wir die ausliefern. Ich frage für einen Freund. Weil es bleibt ja dabei, dass wir immer noch dafür sorgen, dass unsere Kundenbeziehungen Top 5 werden. Und dann kriegen wir ja meistens Spezialauftrag, wenn ich das so richtig im Blick habe. Und für den möchte ich dann vorbereitet sein. Die bauen hier ganz fröhlich Kommoden zusammen, aber fast die Hälfte haben wir schon. Also die könnten es nicht mehr sein. Aber dadurch, dass da 4 Schubladen drin sind, haben wir natürlich ja, noch 80 Schubladen hier rumliegen. Ne? Ja, ich weiß, es sind 88, aber das wollte ich einfach nicht sagen. Wer hat denn jetzt hier den Kopf hingeworfen? Ihr seht, hier ist richtig Gewühle, ne? Also hier möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Da muss er schon aufpassen. Nicht, dass jemand eine Kommode an die Maus näht oder so ähnlich. Ich würde es denen zutrauen. Ja, wenn er seit 20 Minuten kein Schinkenbaguette mehr gefressen hat, dann ist er nervös und dann baut er eine Schublade in den Kopf ein oder so, weißt du? Und das Kind tut sich dann weh. Und ich bleibe dabei, die Mäuse sehen einfach Horror aus. Aber sie machen ihr Ding. Oh, guck mal, jetzt werden die Kastenbots, Fastbots fertig. Hier, das wird hier gemacht. Brauchen wir da eigentlich Spezialisten für? Nö, das kann jeder, ne? Jeder, der ein bisschen zusammenbauen kann, kann hier schön zusammenbauen. Sehr gut. Ja, ist auch schön, wenn die Sachen hier so schön einlagern, weißt du, dann können die sich das alles aus dem Regal nehmen, zack, 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 zusammenbauen und gut ist. Was fehlt denn noch? Können wir mal gucken, hier fehlen noch Köpfe. Roboterbrille und schwere Armfertigung. Ja, guck. Es wird. Und wir haben noch massenhaft Zeit, ne? Das ist ja das Schöne. Aber dann nehme ich mal ein bisschen den Druck raus. Und dann lasse ich die erstmal die Kommoden fertig machen und die Teddys. Weil das sind dann so Großteile, die dann doch sehr, sehr viel Platz wegnehmen. Hier wird noch eine Kamera zusammengelötet. Ich meine, ob diese Arbeitsschritte wirklich besser sind, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ein Gewusel hier. Ist das nicht schön? Dieses Gewusel ist doch toll, oder? Vor allem anderen mal bei der Arbeit zuzugucken. Ihr könnt ja jetzt ganz entspannt meiner zarten Stimme lauschen und dabei kleinen, fetten Lebewesen beim Arbeiten zugucken. Das ist doch, das muss doch eine wahnsinnig entspannende Situation sein, oder? Jetzt mal ehrlich. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare, ob ihr bei diesem Let's Play entspannt oder euch das Gewusel einfach nervös macht und ihr jede Zeit auf dieses fette Ding draufhauen wollt, was ich Gnome nennt. Manchmal habe ich auch den Wunsch. Dann möchte ich so ein dickes Ding einfach an seinen speckigen Schultern fassen und schütteln. Und dann habe ich Angst, dass der mir mal seinen Mokashino auf die Brust kotzt, weißt du? Die fressen und saufen hier ja, als wenn es keinen Morgen gäbe. Guck dir das mal an, das ist purer Zucker. Das ist reiner Sirup, den der trinkt. Ja, und deswegen sieht der auch so aus. Allein die Ohren, wie fett die sind. Nimm mal ab. Hier, die lassen auch, weil dazu anstrengend ist, die Tür aufzumachen. Lassen die die auf, ja? Damit sie sich hier so einen Schlörf rausnehmen können. Pures Zuckerwasser. Pur. Also richtig Sirup. Alles Sirup. Alles nur Zucker und Sirup.
Dann wundern die sich, warum die in der Tür feststecken. Guck dir dieses Ding mal an. Das ist kein... Das ist Fett, ne? Hier, nur Fett. Und Testosteron. Der hat sich Steroide gespritzt. So sieht das nämlich aus. Ja. Ganz schlimm, diese Gnome. Ganz, ganz schlimm. Kommt er denn noch hinterher oder nicht? Ich meine, ihr müsst ja die Schubsladen und so, ihr müsst das ja nur noch zusammenbauen. Das ist ja nicht mehr so viel, ne? Aber klar, wenn ihr natürlich den ganzen Tag hier nur abhängt. Hier liegen noch ganz viele Mäuse rum. Was wir mal eben machen können, ist gucken, ob die Gerätschaften alle repariert sind. Wir haben ja einige Gnome, die haben ja Reparaturfähigkeiten, ne? Die machen das dann automatisch. Aber wir haben auch immer irgendjemanden, der uns hier sabotiert. Das wundert mich ein bisschen. Wenn ich den erwische, du. Ich weiß halt immer nicht, wer das ist, ne? So, hier ist auch alles aus dem Lager raus. Perfekt. Sind schon drei von den Bots zusammengebaut. Sehr gut. Hier werden jetzt auch Schubladen zusammengebaut. Dann könnt ihr euch gleich um die Mäuse kümmern. Und dann reparieren wir euch auch mal. Besser ist. Da haben wir ja immer sehr viel Wert drauf gelegt. Auch, dass wir das schön repariert bekommen, ne? Da, guckt ihr das mal an. Puren Sirup schüttet das Ding in sich rein. Puren Sirup. Wir sticken da fast dran. So zuckerhaltig ist der. Ekelhaft. Glaubt es mir. Ekelhaft. Auf was wartet ihr eigentlich? Weil die... Ach, ihr wartet, ihr wollt die Kommoden zusammenbauen, ihr wartet einfach nur auf Schubsladen, ne? Das ist das Problem, genau. Naja, ihr kommt halt schlecht durch, da gebe ich euch recht, das ist nicht so gut. Aber ich weiß nicht, da einen Gang einbauen, das werden die ja eh nicht nutzen. Also insofern, lasse da rumhumpeln. Noch einen Kastenbot, dann können wir die beiden schon mal ausliefern. Ist auch sehr gut. Wobei wir echt Zeit haben. Also. Läuft. Aber wir haben auch schon wieder 40.000 verloren. Nur an reinen Personalkosten. Ja, also insofern. Ja, schön einlagern. Komm, liefern wir, ne? Dann ist das Lager wieder leer. Dann sind die ganzen technischen Geräte raus. Wir wissen ja, wie doof sie sind. Da fällt eine Kommode da drauf. Da muss man wieder neu bauen. Ist kein Material. Ach, das ist fürchterlich. Oh, ich dachte, die liefern zusammen, aber nicht. Okay, da haben wir 13.500 für bekommen. Irgendwo haken sie heute ein bisschen, ne? Zack, 18.000 für bekommen. Und ihr seht, wir sind gar nicht mehr so weit weg von der Kundenbeziehung. Also da noch ein, zwei Aufträge. Und dann haben wir den. Aber jetzt lassen wir erstmal die Kommoden wegarbeiten. Dann machen wir das nämlich jetzt gezielt, dass wir hier nichts an Material haben, was uns noch stören könnte. Ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, das mal ein bisschen gezielter anzugehen. Weil Geld... haben wir ein bisschen, ne? Also, das ist es nicht. Wie lange braucht ihr noch? Ihr habt nicht mehr so viel, ne? Nö, das hält sich in Grenzen. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Mikrokomponenten bedeutet, aber es ist vielleicht, um die Augen festzunähen oder so. Könnte ja sein, ne? Das ist so. Das sieht aus wie Knopfaugen, oder? Das sind doch einfach nur Knöpfe, die da festgenäht wurden. Also, billiger geht es ja kaum. Aber, wenn ihr hier gleich fertig seid mit den Sachen... Dann haben wir auch den Auftrag soweit erfüllt. Dann muss das auch nur noch zusammengeschraubt werden, ne? Ist ja cool. Und ihr seht, die arbeiten da ganz schön was weg, ne? Da muss dann rüber transportiert werden. Also 40 Mäuse macht die Lager schon richtig, richtig, richtig voll. Das muss man ehrlich sagen.
Hast aber Glück gehabt. Du hättest mit dem Schädel da draufschlagen können. Da sind spitze Steine drin, ne? Ja, die Aushubarbeiten, weißt du, die verpacke ich in sowas. Kommt immer so ein Schippe, ne, Beton mit rein. Stehen die auch besser, die Mäuse. Dann fallen die nicht so um. Na, guck hier, ruckzuck. Es kommt noch was über. Automatische Reparatur, das machen die Rotkäppchen hier, ne? Wenn sie gerade Zeit haben. So, dann gucken wir mal nach den Kommoden. Kommode. Ja, ist der richtige Zeitpunkt, ne? Nachfrage ist 41, wir haben 40, ja dann raus damit, weil es wird nicht billiger. Teurer. Also, wir machen jetzt Geld damit. Na komm, dann produzieren wir hier noch 9 Einheiten, alles klar. Haben wir da schon was für? 77, wir könnten per Material sparen, ne? Das sieht alles nach dem Billigen aus. Eigentlich können wir den so raushauen, oder? 2000 Material, ach komm. Mach fertig. Und den hier. Da haben wir noch keinen Plan für. Industriebot, alles klar, dann machen wir den mal eben. Was brauchen wir denn? Sehr viel da oben, dann nehmen wir den hier. Wobei der andere bestimmt auch cool aussieht. Hier werden 16 Stück rausgemacht. Komm, dann machen wir das auch. Eins oder drei. So. Da werden 8 Stück raus. Dann nehmen wir das so. Und hier unten will er was mit Kunststoff haben. Dann nehmen wir die Strangpresse. Müssen wir ja nicht so viel machen. Hier ist 8 bis 9, 5 bis 6, 11 bis 12. Da brauchen wir ja nicht viel von. Dann können wir doch den... Nehmen wir den 28, 23, 5 bis 6, 8 bis 9, 11 bis... Wer braucht denn noch? Nehmen wir den. Gut, dann haben wir den schon fertig unten. Machen wir hier 2 Stück raus. Perfekt. Hier unten müssen wir mal gucken, was brauchen wir noch. Wir müssen auf jeden Fall unheimlich viel Rot noch machen. 5 bis 11. Ja, dann nehmen wir den. Nehmen wir den. 64. Ihr merkt, es wird langsam knapp da oben, ne? Okay, was können wir hier tun? Wir müssten eigentlich eine Fertigungsstraße finden, die wir mehr auf das Gelbe hier aus... das Gelbe, genau, das Grüne ausrichten. Weil ansonsten müssen wir mit mehr Material arbeiten. Was wir aber machen können, wir können... was haben wir denn? 4. Dann nehmen wir doch hier den 30er. 74. Wo haben wir denn noch wenig Material? Hier nehmen wir auch den 30er. 76. Hier nehmen wir auch den 30er, dann haben wir es. Genau, hier nehmen wir dann das Billige. Billig, schön, immer das Billige nehmen, weißt du? So, guck mal. Was machen wir denn eigentlich mit dir? Aus dir wird das Fahrgestell. Das würde ich dann eher gelb machen. So. Schön billig, willig. Ja, guck, sieht doch gut aus. Dann markieren wir wieder alles. Also das sind natürlich schon Großaufträge, ne? Das muss man fairnesshalber sagen. Einmal hier. Alle Gießoptionen sind hier. Geschweißt wird. Da so juckt. Hier. So, was haben wir noch? Das sind die Zusammenbauten. Hier ist noch eine Strangpresse. Die ist eher hier. Und da ist da der Pudelskern. Dann haben wir hier noch den Aufspritzer. Ja, und durch die Sortierung, ne, finde ich die Sachen natürlich auch relativ zügig. Die beiden hängen ja immer zusammen. Ne? Erst wird das Blech geschnitten, dann wird es gepresst. So, dann nehmen wir den Part hier.
für den Zusammenbau. Geht wieder an 2. Ja, ja, man kann hier viel verschieben. Man muss aufpassen, wo man hinpackt. Das stimmt wohl. So, wie sieht es aus? Arbeitsplätze sind noch nicht verbunden, weil er fehlt noch. Ist ja wieder er hier unten. So, dann haben wir die Arbeitsplätze. In 3 Tagen sind wir durch und Zeit haben wir 11 Tage. Ja, komm, das brauchen wir auch nicht bündeln in 5er-Blocks. Dann nehmen wir den. Schieben das schön nach oben. Weil es natürlich Priorität dementsprechend wichtig. So, dann können sie loslegen. Die kleinen, süßen, dicken Bäuche. Ja, der Kaffee ist nicht mehr ganz warm, weißt du, das ist halt das Problem. Aber das Fussel ist halt ein bisschen bekloppt, wisst ihr doch. So, hier ist alles gemacht. Reparieren wir die mal. Gucken wir mal eben, dass alles 100% ist. Wir können auch mal eine reine Holznummer wieder machen. Wir sind da ja flexibel, ne? Oh oh, oh oh, hier ist rot, wir hängen zurück. Oh oh, dafür sind wir hier schon weiter. Das ist komisch. So, wie ist denn Teddys, die Teddys? Die sind, wo sind die? Basics. Leute, ich will euch ja nicht hetzen, aber ihr solltet mal langsam fertig werden, ne? Komm, mach mal die Teddys jetzt. Das ist wichtiger. Die sind nämlich nächste Woche vom Markt, also nächsten Markttag. Komm, mach mal fertig jetzt. Ist ja alles fertig. Ihr müsst ja, es ist ja alles produziert. Ihr müsst ja nur noch zusammenbauen. Oh nein, nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Das ist doch viel zu anstrengend für mich. Erzfeindspione. Warum? Warum? So, es tut mir leid. Wir haben Erzfeindspione. Das heißt, jetzt muss ich wieder hier sauber durchgehen. Und oh, das ist so aufwendig. Oh, das ist so aufwendig. So aufwendig. Fangen wir mit den 4 Roten an. Aber wie kann ich die denn erkennen? Ich habe doch auch keine Ahnung, wie wir das machen. Boah, das ist aufwendig. Also das ist wirklich blöd. Fangen wir mit denen an. Lisa Kühne, ist korrekt. Heinrich Baumann. Die kann man so schlecht erkennen, weißt du? Die sind auch alle verstreut. Das ist natürlich mega kacke. Also die sind alle korrekt. Und hier läuft auch einer rum. Ist jetzt die Frage, ne, ob sich einer in denen hier, also, weißt du? Wo soll ich das denn rausfinden? Deshalb, bei so vielen Mitarbeitern ist das ganz schön blöd. Ich muss die jetzt echt im Kopf behalten, ne? Das ist so eine richtige Kackaufgabe für einen Stream, finde ich. Oder Stream, ja, ich stream ja auch. Ja, ja. Aber warte mal, hier sitzt doch einer. Hatte ich die? Wer ist das? Also Kühne war hier drin, ne? Kühne ist korrekt. Baumeister ist auch korrekt. Hier ist sonst keiner, das ist okay. Der ist auch korrekt. Hier hinten. Merkt er? Katharina Koch ist hier. Die drei. Die sind doch prädestiniert dafür, Idioten zu sein, oder?
So. Seht ihr? Drei haben wir schon. Was natürlich jetzt total gemein ist, weil die Folge ist rum. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir weitersuchen. Machen wir das so? Ist ein bisschen, also ich finde das auch ein bisschen, also ja, mir macht das irgendwie ein bisschen Spaß. Ich finde das aber für das Let's Play gerade ein bisschen doof, weil ich mich da so konzentrieren muss und da echt sehr analytisch drangehen muss. Ich weiß nicht, ob das für euch unterhaltsam ist, aber das dürft ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr nämlich sagt, ach nee, Fussel, komm, das ist blöd, dann mache ich sowas, wenn es wieder kommt, außerhalb der Aufnahme eben fertig. Oder wenn ihr sagt, nee, ist geil und mach mal weiter, dann halten wir es in den Folgen drin. Und wenn ihr eh schon einen Kommentar schreibt, ne, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo. Die Folge ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Ich wünsche euch alles Schöne für den Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.